zusammen mit einer Leuchtdiode, die auch sehr günstig produziert werden können. Sichtbare Leuchtdioden, wie wir sie hier haben, kosten nur noch etwa 10 Cent pro LED, sodass man sozusagen LED und Solarzelle kombiniert für 1-2 Euro herstellen können müsste. Das Funktionsprinzip? Eine LED, die ultraviolettes Licht ausstrahlt, beschädigt den Träger der Erbsubstanz, also die DNA von Viren und Bakterien. Dieses UV-Licht bricht dann Molekülbindungen innerhalb der DNA auf und dadurch wird der Virus entweder getötet oder kann sich nicht mehr vermehren, was dazu führt, dass im Prinzip das menschliche Immunsystem die Viren oder Bakterien aus dem Körper leicht sozusagen herausfiltern kann. Dieses Prinzip ist kein Hexenwerk. Ultraviolettes Licht spielt in der Chemie und Medizin schon lange eine große Rolle. Auch und gerade in der Wasserdesinfektion. Dieses Prinzip ist schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt und wird auch angewandt. Heute schon mittels Quecksilberdampflampen wird Wasser desinfiziert. Nur ist die LED um den Faktor 1000 effektiver und eben viel billiger. Eine solch einfache Konstruktion würde ausreichen, um eine Flasche Wasser innerhalb weniger Minuten gründlich zu desinfizieren. Auswechseln muss man die LED nur einmal im Leben, denn sie hält bei täglich stundenlanger Nutzung rund 40 Jahre. Jetzt will der Professor diese Technologie durchsetzen und heuerte beim Berliner Ferdinand-Braun-Institut an. Das staatliche Institut besitzt enorme Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die braucht Kneißl auch, denn die Industrie geht andere Wege. Man geht natürlich auf den profitabelsten und größten Markt erstmal. Und das ist sozusagen weiße LEDs für die Allgemeinbeleuchtung. Und das ist Volumen riesengroß und sozusagen auch die Nachfrage riesengroß. Was die Industrie nicht entwickeln und produzieren will, macht Kneißl jetzt eben selber. Mit einer Investition von mehreren Millionen Euro hat er nun die Möglichkeit, sogar in die Serienproduktion einzusteigen. Das reicht zwar noch nicht, um das Wasserproblem zu lösen, aber es wäre ein Anfang. Mit einem Run von so von einer Anlage können wir im Prinzip über 100.000 LEDs produzieren und mehrere hunderttausend am Tag, wenn wir wirklich sozusagen die Anlage voll auslasten und den Prozess durchführen. 100.000 LEDs am Tag für 1,2 Milliarden Bedürftige? Über 30 Jahre müssten die Maschinen laufen. Etwa 2 bis 3 Jahre dauert es noch, um Qualitätsprobleme bei der Produktion zu beseitigen. Dann kann Kneißls neue Technologie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Bei der Wasserdesinfektion allein soll es nicht bleiben, denn im Leben, so Kneißl, gibt es mehr Platz als nur für eine Vision. Die neue LED könnte der dritten Welt auch Licht bringen. Es gibt viele Gegenden in der Welt, wo keine Stromversorgung regelmäßig vorhanden ist oder gar keine Stromversorgung vorhanden ist. Und die einzige Möglichkeit, dorthin Licht zu bringen, ist das lokal unabhängige Lichtquellen wie zum Beispiel diese LEDs in Kombination mit Batterien, Solarzellen oder Dynamos zu verwenden. Licht in die Dunkelheit, sauberes Wasser für über 1 Milliarde Menschen. Als Kind der 68er-Generation sieht sich auch Michael Kneißl in der gesellschaftlichen Verantwortung. Nicht auf Protestzügen, sondern in der professionellen Anwendung von Forschung. Also ein wesentlicher Aspekt, der mich motiviert in meiner Arbeit, ist ja nicht nur die physikalischen Grundlagen zu verstehen, die ja sehr interessant sind, sondern auch sozusagen das, was ich an Ideen entwickle, umzusetzen in etwas, das man wirklich anwenden kann und es nützlich ist für die Allgemeinheit. Der Visionär Michael Kneißl. Er hat sich das Handwerkszeug geschaffen, um Millionen Menschen vor dem Tod zu bewahren und ist fest entschlossen, seine Technologie durchzusetzen. Die Welt wird bald von ihm hören. Und keine Sorge, das UV-Licht zerstört nur die Keime und nicht die wichtigen Salze und Spurenelemente, die im Wasser vorkommen. Die bleiben auch nach der Desinfektion erhalten.